Oh, meine Freunde des Dichtladens, hier bin ich wieder. So, hier mal ein bisschen sortieren hier. Kurz den Scheiß zur Seite. Oh, ich sehe, Stream läuft ein bisschen laggy. Jetzt läuft er wieder flüssig. Oh, ich glaube, manchmal hat er so kleine laggy-Probleme. Warum auch immer. Müsste jetzt eigentlich besser laufen, nachdem Capture Card dran ist. Jetzt muss es nicht mehr von Xbox zu PC streamen. Sollte eigentlich besser laufen. Aber vielleicht läuft doch bloß der Laptop ein bisschen hot. Eigentlich auch nicht. Gut. Wir müssen uns wieder verpissen. Ein Pärchen. Sollte vielleicht auf hier die halbe Stunde starten. Ah, wo ist er? Was ist das, mein Magier hier? Zack. Oh. Wo ist man denn? Wieso greift du mir? Oh. Blöde Netzkuh. Greift die mich einfach eiskalt an? Ach, da sind auch noch mal zwei. Hier habe ich was für euch. Und da habe ich was für euch. Licht. Schauen. Zack. Gut. Bist nah du? Weg. Hätte mich vielleicht verbeugen sollen, aber naja. Hier ist dann. Ah, gut. Ich habe euch gefunden. Sprecht mit mir für einen Moment, wenn es geht. Seid gegrüßt. Ich bin Vanos Galerion, Oberhaupt der Magiergilde. Ich brauche. Naja, was willst du jetzt? Jetzt ist er so kackfieder, Alter. So. Entschuldigung. Seid gegrüßt. Ich bin Vanos Galerion, Oberhaupt der Magiergilde. Ich brauche eure Hilfe. Meine Hilfe? Ja, es wird höchste Zeit, dass Tamriel aus den Fängen Molag Baals befreit wird. Die Anker, die Dädra, die Untoten, sie verwüsten unsere zerbrechliche Ebene der Sterblichen. Ich habe einen Plan und ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, ihr seid der Einzige, der mir helfen kann, diese Sache zu Ende zu bringen. Und was genau soll ich eurer Meinung nach tun? Ich möchte, dass ihr Drossel trefft, den Anführer der verborgenen Wappenträger. Er wird bei der Magiergilde in Gramfeste sein. Selbst Joruns persönliche Agenten halten meine Idee für vernünftig. Ich komme bald nach. Ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Okay, ich werde euch dort treffen. Er ist ja drauf. Doch, tu mir auf, verschwind wieder. Kein Wegschein hier. Müssen wir hier mal durch die Stadt ein bisschen gondeln. So, hier drin gibt es auf jeden Fall einen, beziehungsweise mal durchlaufen. Doch, nicht reiten. Ja, einmal komplett hier durch. Der Held von Davonswach. Was ich dafür gegeben hätte, um mit ansehen zu dürfen, wie Balrit die Dolchsturzarmee vernichtet.
Aber da fällt mir auf, bei Champion-Punkte. Ich habe quasi jetzt momentan keine zum Verteilen. Irgendwo gab es einen. Das hatte was mit Sprinten zu tun. Da muss ich aber echt bei meinem anderen Account, glaube ich, nochmal. Nochmal gucken, irgendwo. Irgendwo war da einer. Konnte ich noch mal durchgehen? Also reinzoomen. Da muss ich bei meinem anderen Charakter nachher mal gucken, wo der war. Dann sprintet man nämlich ein bisschen schneller dann. Fand ich gar nicht so verkehrt. Das hätte ich bei dem gerne auch wieder, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Da war das sogar irgendwo eine passive Fähigkeit, aber da habe ich sie letztens nicht gefunden, als ich ein Gecko davon schon erzählen wollte. Ach, Stuga, gib Ruhe, du darfst noch ein bisschen weiter nach mir suchen. Wir sind noch nicht so weit, aber bald. Gibt denn da? Keine Ahnung. So. Reisender, habt ihr einen Augenblick? Nein. Habe ich nicht. Ich muss nach Gramfeste. Reisen wir auch gleich mal hin. Aber mich stört das, warum ist mein Ringlicht heute so dunkel? Jetzt geht's wieder. Aber das ist ein bisschen cooler hier, wenn ich nicht ganz so bright bin, aber naja. Wo muss ich denn hin? Doch ein bisschen außerhalb. Ging doch irgendwie, dass man die im Chat posten konnte. Ah. Ich weiß nicht wie. Irgendwie ging das. I don't know how. Voll vergessen. Ich weiß nur, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe, aber ich habe jetzt echt gerade keinen Plan, wie. Nein, tu ich nicht. Kannst du dich verbiegen, wie du willst? Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ah, ja, meine Traumvision entsprach der Wahrheit. Ihr seid es, so. Die Herrin sucht. Ist mir auch wurscht. Ich habe schon einen Auftrag. Und irgendwie bringt mich das
ganz woanders hin hier. Was ist denn hier los? Ist ja was umsonst? Keine Ahnung. Muss ich jetzt doch rein oder was? Aber ich. Ach lol, da ist es. Gott, bin ich dämlich. Blöder Idiot. Also ich. Gott, da müssen wir hier. Zack. So. Da ist er ja, der Drossel. Oh, Bücherregal. Und noch ein Bücherregal? Jons? Gib mal dort. Schuhe. Was ist denn? Ich kann Schuhe klauen. Oh, nein. So. Schahi. Wenn das nicht der Held des Paktes ist. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ich bin der Anführer der verborgenen Wappenträger. Falls ihr schon von uns gehört habt, haben wir unsere Arbeit nicht sehr gut gemacht. Die Wappenträger kümmern sich um die schmutzigen Geschäfte des Paktes. Manchmal schließt das Agenten der Morak Tong und andere Geheimorganisationen mit ein. Wie Naryu hier. Warum solltet ihr einen Assassin benötigen? Sie schuldet mir einen Gefallen. Eine lange Reihe an Geschichten, für die wir keine Zeit haben. Sie hat meinen Bruder gerettet. Ich habe ihr Leben gerettet und so immer hin und her. So viel zu den Geschichten. Ihr seid wegen Vanus Galerion hier? Ja, das bin ich. Dieser verrückte Altmeer möchte ein geheimes Treffen zwischen den Anführern der Allianzen auf neutralem Territorium organisieren. Er wird jeden Augenblick hier sein. Also überlasse ich es ihm, euch die Details zu erklären. Aber macht euch keine Sorgen. Wir Wappenträger werden unseren Teil beitragen. Was ist eure Aufgabe? Kleine Details. Dafür Sorge tragen, dass die richtigen Agenten am richtigen Ort sind. Die Interessen des Paktes schützen, solche Sachen. Ich könnte euch mehr erzählen, doch dann würde Naryu euch töten wollen. Oder vielleicht nur ein bisschen aufschneiden. Das soll sie oder er gerne probieren. Was ist zum Frühstück? Ich froh, dass ihr gekommen seid, Virian. Ich fordere da einen Gefallen ein. Ihr meint, ihr habt mich gerufen, ohne zu wissen, ob ihr mich benötigt, Drossel? Ach, was für ein Gefallen. Ihr müsst die anderen Spionagenetzwerke kontaktieren. Die Augen der Königin des Altmeri-Dominions und den Ring der Dolche im Dolchsturzbündnis. Kontakt. Ihr meint also mit den Spitzen meiner Dolche immer wieder, richtig? Nein, nein. Es geht hier um Diplomatie. Kein Blutvergießen. Entschuldigt meine Verspätung. Was für ein verschwendeter Gefallen, Drossel. Warum nicht etwas, das eure Lakaien nicht hätten tun können? Danach sind alle Schulden beglichen. Ich weiß, aber es ist wichtig. Danke, Naryu. Mit euch reite ich sogar bis nach Auridon. Gehen wir. Viel Spaß, bis nach Auridon zu reiten. Findet sich nicht mehr auf Tamriel. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Champion. Ich habe mit Gräfin Hakruba über die Kriegergilde gesprochen. Unsere beiden Gilden glauben, die Zeit ist reif, den Kampf nach Kalthafen zu tragen. Aber das bringt uns in eine schwierige politische Lage. Wo liegt denn das Problem? Vertrauen, wie immer. Die Anführer der Allianzen werden nie zustimmen, gemeinsam vorzugehen. Und wenn unsere Gilden nur mit einer Allianz arbeiten, so werden es die anderen beiden als Verrat ansehen. Für unsere beiden Gilden ist unsere Neutralität unsere Stärke. Wir können es uns nicht leisten, auf beiden Seiten zu stehen. Ist die Situation wirklich so schlimm? Der Krieg in Cyrodiil ist lang und blutig und alle drei Allianzen sind schwach aufgestellt. Sie können keine Ressourcen für einen Angriff auf Kalthafen entbehren, ohne sich selbst zu schwächen. Ich möchte alle drei Anführer zusammenbringen. Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Und was kann ich für euch tun?
ihr seid in einer einzigartigen Position. Ihr dürft mit Autorität sprechen, aber ihr seid kein Anführer einer Allianz. Ihr seid respektiert. Vielleicht lassen sie euch zu Wort kommen, bevor sie sich gegenseitig an die Kehlen springen. Kurz gesagt, ihr seid der perfekte Diplomat. Ihr wollt also, dass ich mit den Anführern der Allianzen spreche? Ich habe den perfekten Ort für das Treffen gefunden. Ein neutraler Ort, fernab von umkämpften Territorien. Eine Insel mit dem Namen Stirk. Ich kann euch eine Audienz mit jedem Anführer verschaffen und für eine magische Anreise sorgen. Ihr müsst sie nur davon überzeugen, nach Stirk zu reisen. Ich werde mein Bestes tun. Das ist alles, worum ich bitte. Ich werde das Portal öffnen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mit euch reise und als neutrale Partei die Vorstellung übernehme. Das könnte die Sache erleichtern. Klingt gut. Machen wir so. Steht direkt hinter mir das Portal. Direkt. Rick. Hochgeschätzte Königin Airen Arana Altmeri, es ist mir eine große Ehre, euch vorstellen zu dürfen. Vanus, ihr seid so steif. Ich kann mich an die Güte erinnern, die ihr einem schüchternen Straßenkind vor vielen Jahren im schönen Sommersend entgegengebracht habt. Damals habt ihr dessen Herz gewonnen und daran hat sich nichts geändert. Ihr erwärmt eines alten Mannes Herz, meine Königin. Ich erinnere mich gut an diese glückliche Zeit. Ich auch, alter Freund. Entschuldigt die vielen Wachen. Mir wurde gesagt, sie seien notwendig. Wir leben in dunklen Zeiten. Weise vorausgesorgt, meine Königin. Mein Rat hätte nicht anders gelautet. Wenn ihr gestattet, würde mein Begleiter gerne mit euch sprechen. Ah ja, ich möchte diesen Helden treffen, über den ich schon so viel gehört habe. Nur selten kommen mir die Heldentaten von jemandem zu Ohren, der eigentlich als Todfeind angesehen werden sollte. Kommt, lasst uns reden. Vanus ist ein lieber Mann. In vielerlei Hinsicht ist er wie Familie für mich. Da er euch vertraut, bin ich willens, unsere Streitereien beiseite zu legen. Aber unter anderen Umständen wäre Feinde. Mein einziger Erzfeind ist Molag Bal, Eure Majestät. Gut gesprochen, und ich akzeptiere eure Worte. Um vollkommen ehrlich zu sein, konnte ich diese Gelegenheit, euch zu treffen, nicht verstreichen lassen. Eure Taten sind legendär. Danke. Ihr habt also schon von mir gehört? Ein wahrer Champion ist wie ein Stein, der auf die Wasser der Geschichte geworfen wird. Die Wellen, die er auslöst, breiten sich rasch sehr weit aus. Ihr beschämt mich, Eure Majestät. Demut ist eine edle Sache, aber ihr müsst stark und selbstsicher bleiben. Ein wahrer Champion ist zugleich auch immer ein Spielball der Geschichte. Und die Geschichte kann ein grausamer und herzloser Herr und Meister sein. Doch genug der Philosophie. Worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Ich bin gekommen, um ein Treffen auf der Insel Stirk zur Besprechung eines Angriffs auf Kalthafen vorzuschlagen. Und es müssen alle drei Anführer der Allianzen für dieses Treffen zugegen sein? Ein gewagter Vorschlag. Er gefällt mir. Wohlan denn. Ich will auf falschen Hoffnungen im Hinblick auf die Verhandlungen selbst machen, aber ich werde dabei sein. So viel kann ich versprechen. Ich danke euch, Eure Majestät. Gut, glaube ich. Sollen wir weitermachen? Ja, wohin geht's als nächstes?